Tu nicht so, als würdest du das Schulessen nicht mögen, Henry. Ich mag es nicht nur nicht, ich hasse es. Du musst aber irgendwas essen. Igitt! Seht euch das Zeug an! Ranzige Ravioli, matschige Macaroni, eklige Eiersoße und... Was ist das? Die vergiften mich! Die vergiften mich! Ja! Jetzt kann mich niemand mehr zwingen. Ab jetzt nur noch mitgebrachte Sachen im Pausenzimmer. Sachen, die man essen kann und die man tauschen kann und mit denen man Spaß haben kann. Na, geht es dir ein bisschen besser, Henry? Nein, ich muss allergisch gegen das Schulessen sein. Oh, Unsinn, du bist vor Hunger umgefallen. Also hier ist dein Essen. Ich habe dir extra viel drauf getan. Und du stehst erst wieder auf, wenn du alles aufgegessen hast. Oh, Igitt! Es geht doch nichts über einen frischen Salat, oder? Genau. Alle Freunde in meiner Klasse bringen ihr Pausenessen mit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Nein, das ist zu aufwendig. Und du isst nie, was wir dir einpacken. Aber ich hasse das Schulessen. Ich mag das Schulessen. Das schmeckt ganz lecker. Klappe, du Zwerg. Mama! Henry lässt mich nie was sagen. Sei nicht so gemein, Henry. Bitte. Bitte darf ich Pausenbrot in die Schule mitnehmen? Na ja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Gehörst du auch zu uns, Henry? Ja. Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Oh, Mann, was? Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein... So easy being me. I'm sei ein goldenes, Dingsda, bitte. Sei ein goldenes, sei ein goldenes, sei ein goldenes. Ich will Gold. Ich brauche Gold. Nein! Geh bloß weg, du Zwerg. Hör auf, deinen Bruder zu ärgern, Henry. Ich bin dran. Ich darf das Dingsda aus der Frühstücksschlockenpackung haben. Das ist echt gemein. Vielleicht ist es das Goldene. Dann müssen wir noch eine Schachtel kaufen. Jetzt gleich. Oh nein, nicht bevor ihr die drei aufgegessen habt. Aber ich will ein... Ui, schaut. Ich hab ein goldenes Dingsda. Was? Nein! Ich hab ein blaues. Grün. Ich gelb. Martin? Keine Ahnung. Es ist schwarz, wie das Loch in deinem Hirn. Was für ein Dingsda habt ihr denn? Tja, also ich... Hab eins in Silber. Das gibt's nicht. Ha, das ist noch gar nichts. Ich hab ein goldenes. Wahnsinn. Hast du ein Glück. Sieht das schön aus? Dürfen wir sehen? Wow, ein Junge mit einem goldenen Dingsda könnte alles kriegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo
daheim. Das bringe ich doch nicht in die Schule mit. Da könnte es jemand stehlen. Meine Pausenbox wurde auch mal gestohlen. Blödsinn! Du hast gar kein goldenes Dings da, Henry. Das sagst du nur so. Wenn du eins hättest, würdest du es überall rumzeigen. Mach schon, Henry, zeig's uns! 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 Na gut, morgen. Und ihr werdet ganz schön blöd gucken, wenn ihr es seht. Ha! Wir warten auf dich! Jetzt muss ich mir was Oberschlaues einfallen lassen. Das Schachspiel, die Murmeln, die Münzsammlung. Was machst du, Henry? Ich überleg nur, was ich will, wenn du weg bist. Tut mir echt leid wegen dem goldenen Dings da. Wieso? Jeder will doch ein goldenes haben. Aber was ist mit dem Fluch? Welcher Fluch? Es stand in allen Zeitungen. Jeder, der ein goldenes Dings da besitzt, stirbt einen grausamen Tod. Das ist gar nicht wahr. Ist es schon. Weißt du nicht, was diesem Mädchen passiert ist? Das hat auch ein goldenes Dings da gehabt. Und sie ist ins Klo gefallen und ertrunken. Und dann war noch dieser Junge, der ist mit seinem... Bei der wundersamen Kiste der Verwirrung. Ich werde nun versuchen, diesen cleveren Jungen verschwinden zu lassen. Bravo, bravo, das ist ja wunderbar. Steig in die Kiste. Ach, na gut. Für ein Stück Kuchen mache ich alles. Alla Kadam! Ich Dummerchen, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Versuchen wir es nochmal. Abracadabra! Hey! Ein letzter Versuch. Piff, paff, piggeli-du! Sei nicht so gemein, Henry. So, jetzt gibt's erstmal einen Saft. Ja, und dann kommt der zweite Teil der Vorstellung. Oh nein, so kriegen wir nie unseren Kuchen. Hast du das gesehen? Er hat ja wirklich Angst vor Löwen. Das ist es! Genau! Löwen! Ich hab im Esszimmer für euch gedeckt. Ui, das ist der tollste Geburtstag aller Zeiten. Und vergesst nicht, kein Kuchen, bis der Clown mit seiner Vorstellung fertig ist. Röcke stehen dir eigentlich gut, Henry. Lass mich in Ruhe. Dann kann ich aufräumen. Gut, mein Teil ist erledigt. Hast du gemacht, was ich gesagt habe? Alles klar, die Show kann beginnen. Ich bin der große Mysterio und kann mich aus allen Fesseln befreien. Wer von euch möchte den großen Mysterio fesseln? Ich. Darf ich bitte? Ich bin das Geburtstagskind. Ha, Handschellen und Seil sind für mich ein Klacks. Und nun werde ich mich in nur 12 Sekunden befreien. Fangt rückwärts an zu zählen. 12. 11. 10. 9. Das gibt's doch nicht. 8. 1.
Was hast du gesagt, Mama? Aus dem Zoo ist ein Tier ausgebrochen? Das gibt's doch nicht. Ein Löwe? Ein Löwe? Nein, nein, nicht schon wieder. Da ist er, der Löwe. Oha. Da. Funktioniert. Jetzt bleibt für uns sogar noch mehr Kuchen. Hm? Wo ist der Löwe? Ich hab ihn verjagt. Was soll denn das Gebrüll? Wo sind denn alle hin? Keine Ahnung. Können wir jetzt den Kuchen essen? Oh ja, von mir aus. Wartet auf mich, das ist mein Kuchen. Und es ist ein sehr gesundes Frühstück. Mama meckert, dass ich die Klamotten von gestern anhab. So gehst du mir nicht aus dem Haus, Henry. Papa meckert, weil ich meinen Stuhl nicht an den Tisch gerückt habe. Kannst du nicht einmal wie Peter sein, Henry? Was kann ich denn dafür, dass ich so bin? 8.48 Uhr. Ich suche meine Schultasche. 8.49 Uhr. Ich finde meine Schultasche. Und meine Sportsachen. 8.50 Uhr. Wir verlassen das Haus und machen uns auf den Weg zur Schule. Papa fragt mich, ob ich Zähne geputzt habe. Hast du die Zähne geputzt, Henry? Ich sage ja. Beeil dich, Henry. Wir kommen zu spät. 9.05 Uhr. Wir sind an der Schule. Nur 15, der Unterricht beginnt. Guten Morgen, Kinder. Dieser Teil ist total langweilig, den können wir überspringen. Also heute... Moment mal. Chemie kann lustig sein. Also denkt daran, mischt die beiden Flüssigkeiten nicht zusammen. Was haben Sie gesagt, Frau Streitaxt? Ich sagte... Hoppla. Du schrecklicher Junge! Musik ist gar nicht übel. Und manchmal lädt mich Frau Sonderlich in ihr Büro ein. Praktisch ein perfekter Tag. Es würde mich wundern, wenn ich keinen Eintrag ins Buch für gutes Benehmen bekomme. Doch das Beste am Unterricht ist Schulschluss. Yippie! 4 Uhr. Da läuft immer Rapper Zappa. Aber Peter sagt... Ich bin heute dran und ich will jetzt die tanzenden Gänseblümchen sehen. Und da sage ich nein, das ist was für Windelbabys. Und Peter beschwert sich bei Mama wie ein Windelbaby. Mama! Und weil ich zu Peter gemein war, werde ich auf mein Zimmer geschickt. Geh auf der Stelle in dein Zimmer. Aber es ist gar nicht so schlecht, bis zum Abendessen auf sein Zimmer geschickt zu werden. Und wie üblich frage ich Mama, ob ich noch mehr Pommes haben darf. Nicht bevor du dein Gemüse aufgegessen hast, Henry. Ich esse mein Gemüse immer ganz auf, Mama. Versteht mich nicht falsch. Ich esse sehr viel Gemüse, wie Kartoffelchips und Tomatenketchup und noch mehr Chips. Es gibt nur ein paar Gemüsesorten, die ich nicht mag, aber ich bin äußerst geschickt darin, sie verschwinden zu lassen. Mama, Henry hat gar kein Gemüse mehr auf dem Teller. Pommes sind auch Gemüse, wisst ihr? Ich will mein Häschen wieder haben. Henry, bring den Hasen wieder her, oder aber? Ich muss unbedingt rausfinden, was mit den Zeitkapseln passiert ist. Das ist es! Genau! Ja! Der schlaue Henry hat einen Plan. Da
Das ist eine Schande! Falls einer von euch weiß, wer diese Randalierer waren, dann raus mit der Sprache! Ich wette, das waren die Jungs! Henry, nicht! Wir dürfen uns von denen nichts gefallen lassen. Henry! Nein, richtig! Wir sollten noch eine Zeitkapsel vergraben, damit sie sehen, dass wir nicht aufgeben. Ausgezeichnete Idee, Henry! Los, Kinder! Was hast du vor? Henry, du hast einen goldenen Stern verdient. Oh, vielen Dank. Vielleicht würden sich die Kinder in der Zukunft auch darüber freuen. Wie ungewöhnlich selbstlos du bist, Henry. Sehr schön. Gut, lasst uns die Kapsel gleich eingraben. Ja, Alf, du bist gut im Graben. Ich meine, wahrscheinlich bist du gut. Und dann müssen wir nur warten. Spricht die Polizei. Sie sind verhaftet. Hey, bleib stehen. Wer bist du? Frau Sonderlich? Henry? Sie sind der Zeitkapseldieb? Nein. Naja, doch. Oh, das ist mir aber peinlich. Ich will mir von jedem Schüler, der auf meiner Schule war, ein Andenken aufheben. Haben Sie die anderen Kisten auch ausgegraben? Ja, es ist alles zu Hause auf meinem Speicher. So erinnere ich mich an euch alle. Sie hätten einfach ein Foto von uns machen können. Hör mal, Henry, wenn diese Geschichte irgendwie rauskommt, könnte das manchen etwas seltsam erscheinen. Henry, wissen deine Eltern, dass du noch so spät unterwegs bist? Na gut, ich verrate nichts, wenn sie nichts verraten. Versprochen? Versprochen. Aber ich muss das Häschen wieder haben. Einverstanden. Aber das heißt, dann habe ich nichts mehr, was mich an dich erinnert. Andererseits bist du wahrscheinlich das einzige Kind, an das ich mich nicht erinnern will und trotzdem nie vergessen werde. Damit kann ich leben. Häschen, wo warst du denn so lange? Kann ich jetzt mein Taschengeld haben? Henry, hast du eine Ahnung, was das ist? Das ist mein Schleim. Oh je, das ist mein Schleim. Ja, und Frau Streitaxt hat ihn am Ort eines Verbrechens gefunden. Offenbar bist du an der Verwüstung des Schulgartens schuld. Also... Und es kostet eine ganze Menge, alles wieder neu anzupflanzen. Aber... Und das bedeutet, dein Taschengeld ist erstmal für sehr lange Zeit gestrichen.